Ich wollte ja ein Projekt dort machen, wo es eben genau um das geht, dass ja viele Österreicher oder Europäer, indem wir den Süden so als Sehnsuchtsort finden und alle sagen, sie wollen im Süden leben und am Meer leben und so weiter. Und das wollte ich halt eigentlich ausprobieren und mit dem Projekt halt untersuchen, ob das für mich wirklich so stimmt auch und wie jetzt, ja, was hinter diesen Klischees steckt. In der Ausstellung ist ja das Werk zu sehen, wenn ich groß bin. Wie ist es denn zu dem Titel gekommen? Es geht ja bei dem Projekt thematisch ums Zeit haben, beziehungsweise um das, dass ich immer zu wenig Zeit habe oder das Gefühl habe, zu wenig Zeit zu haben, eigentlich so, um gewisse Sachen zu machen. Und der Titel kommt daher, dass ich mir halt dann, ja, wenn ich groß bin, dann werde ich das schon machen. Stimmt natürlich wahrscheinlich inzwischen, vielleicht bin ich ja schon groß, aber halt so diese Träume, was man machen könnte, das hat mich mit diesem unheiliges Kind oft gesagt, ja, wenn ich groß bin, dann werde ich eine Feuerwehrfrau oder so. Die Zeit haben ist gerade jetzt, bekommt es eine ganz neue Bedeutung. Wie empfinden Sie das? Ja, im Prinzip sehr widersprüchlich eigentlich, weil also das Projekt habe ich dann ja realisiert in diesem ersten Lockdown, wo ich ja eigentlich in Dresden sollte. Und da war ja ein bisschen so die Stimmung, dass man jetzt Zeit hat, so Sachen zu machen, auszumisten oder keine Ahnung was. Und ich habe mir das halt auch gedacht, ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich das und das und das. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das doch nicht ganz so stimmt, weil natürlich ein paar Sachen wegfallen, aber halt auch Sachen dazukommen. Ich glaube, es verschiebt sich halt. Es gibt jetzt hat man für manche Sachen mehr Zeit und für manche aber trotzdem weniger. Und es fehlt halt sehr viel trotzdem. Was auch ganz spannend ist, ist die Technik, die ja sehr ins Auge springt bei dem Werk. Können Sie da vielleicht verraten, wie das genau funktioniert hat? Also es ist ein sehr analoges Projekt sozusagen. Ich habe die Fotos mit einer Lochkamera gemacht, also mit einer Kartonschachtel, mit einem ganz einem kleinen Loch drinnen. Ich habe mit einer Lochkamera beschäftigt mich schon länger, weil mich dort sehr interessiert, dass das halt so eine wahnsinnig einfache Technik ist, die jeder im Prinzip sofort basteln kann und verwenden kann. Der zweite Aspekt, der mich auch so interessiert, ist halt die Zeit sozusagen, weil die Belichtungszeit der andere, bei den Fotos war die Belichtungszeit ein paar Minuten und dadurch werden auch die Fotos verschwommener, weil ich bin ja drauf am Bild und mache diese Dinge, für die ich keine Zeit habe normal, die mache ich halt dann ein paar Minuten, dadurch bin ich aber nur so hin und wieder ein bisschen sichtbar oder sehr verschwommen sichtbar, weil eben die Belichtungszeit so lang ist. Dann waren die Fotos halt auf einem analogen Film. Und dann habe ich die Betonplatten betoniert und da kommt dann so eine fotoempfindliche Schicht drauf. Ich muss dann noch trocknen und dann kann man das via Fotopapier in der Dunkelkammer ganz normal drauf belichten. Ich möchte das auch sicher weitermachen mit anderen Materialien,